So, Leute, und endlich mal wieder nach gefühlt 3 Wochen, aber eigentlich waren es nur 1,5, aber endlich geht's weiter hier im Minecraft Riesenprojekt. Schaut gerne vorbei, abonniert gerne den Channel kostenlos, und das ist natürlich das Build a City Projekt, sorry. Und gebt uns auch gerne ein kostenloses Abo und Däumchen oben. Und jetzt geht's los. Schaut auch gerne auf unseren Social Media Channels vorbei. Und diesen Turm, Spitzturm will ich fast sagen, der ja unten mit einer Spitze beginnt und dann oben immer größer wird. Das finde ich ziemlich cool. Wie findet ihr den Turm? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und mich würde es wirklich freuen, falls ihr neu seid auf dem Channel, dass ihr uns gerne treu bleibt. Minecraft-Gruppensuche ist wie immer Samstag. Jetzt geht's wieder weiter. Am Samstag um 14 Uhr. Schaut gerne vorbei. Einfach, wenn ihr die Xbox One Edition besitzt, schaut gerne vorbei. Reingehen. ITU oder einfach nur Builder CD eingeben. Und Samstag 14.15 Uhr circa geht's los. Also vielen, vielen Dank schon mal den Freunden. Hier habt ihr mal einen kleinen Zeitraffer, wie das ganze Haus entsteht. Das machen wir heute mal fertig. Und dann beginnen wir gleich mal mit dem Grundriss eines neuen Hauses, weil ich möchte endlich weitermachen. Weil solange die Formel 1 dieses Wochenende mal nicht ist, können wir auch mal eine ausgiebigere Gruppensuche machen. Und wir können uns dann noch ein bisschen unterhalten. Also schaut wirklich gern vorbei und abonniert auch gerne den Channel, dass ihr nichts mehr verpasst. Es ist wieder geplant, jeden Mittwoch. Natürlich, es war nie nicht geplant. Aber wie gesagt, wenn sich das nicht ausgeht und wenn so viel Formel 1 kommt wie in der ersten Woche, dann war es auch klar, dass wir da ein bisschen irgendwo einsparen müssen. Die Zeit, es tut mir leid, aber hört sich komisch an, aber war halt einfach leider so. Ich habe das gestern aufgenommen und ich finde das ziemlich nice. Also dieser Turm, der hat richtig irgendwie so Charme von Miami, irgendwie sowas, also so Urlaubsorte, weiß ein bisschen, vielleicht noch ein paar Balkone und dann wäre es das schon gewesen. Das FBI-Zentrum ist auch unter anderem vor ein paar Wochen entstanden, also die Playlist ist natürlich oben rechts und auch unten verlinkt, also falls ihr da ein paar Türme sehen wollt, die ist eigentlich immer im Thumbnail drauf, was wir im Video gebaut haben, also es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwas anderes drauf gezeichnet hätten, was da nicht gestimmt hätte. Das hier wird unser Finanzzentrumsinsel. Also es ist eine etwas größer geratene Insel, aber es wird unsere Insel, hier seht ihr es auch hinten. Und dann steht auch noch ein Hafen und auch diese Krantürme, diese Kölner Krantürme, die habe ich auch sehr, von denen habe ich mich auch ein bisschen inspirieren lassen, muss ich schon fast sagen. Und den Turm finde ich ziemlich cool, da geht es auch in der Mitte so zusammen, das leuchtet auch in der Nacht. Also das wird abends und in der Nacht dann leuchten und, also es leuchtet eigentlich rund um die Uhr, aber man sieht es dann erst abends, wenn es dann richtig leuchtet. Und ja, das ist halt so ein bisschen, es ist nicht viel heute, und aber da den Turm wollte ich mal unbedingt fertig bekommen und auch das ganze Grundstück eigentlich wollte ich mal komplett fertig bekommen und dass wir da endlich mal ein bisschen Ordnung haben und endlich mal ein bisschen zeigen und schauen können, wie das Ganze aussieht. Und ich hoffe, euch gefällt der Turm, aber natürlich ist er noch nicht ganz fertig und gönne ich jetzt mal den restlichen Zeitraffer. Wir sehen uns nämlich jetzt mal kurz an, so sieht er aus. Der komplette Turm, also es sind 11 unten, 11 oben, und in der Mitte ist dann ein kleiner Absatz, also das ist dann alles. Sadala. Und jetzt mal kurz, bin ich mal kurz ruhig, während wir den Turm fertig bauen. Viel Information auf einmal, aber ich hoffe, euch gefällt es trotzdem.
So, lala, so sieht der Turm aus. Ich hoffe, er gefällt euch bis jetzt mal. Und das werden so die Stützen sein, weil ich dachte, es sieht ein bisschen unecht aus. Ja, es sieht ein bisschen unecht aus, wenn die dann irgendwie auf dieser Spitze herumschwebt, das Ganze. Das ist auch, passt auch nicht ganz. Und deswegen, dass wir werden so viel Stützen machen, macht das Ganze nicht unattraktiver, möchte ich mal sagen. Den ganzen Turm macht es jetzt nicht hässlicher, aber es macht ihn ein bisschen realistischer, würde ich sagen. So, um jetzt mit diesen ganzen Fremdwörtern einzustecken. So, und so sieht es dann aus. Ich habe gleich dann überlegt, die ganzen Straßen zu machen. Und ich möchte das wirklich ganz abgegrenzt machen. Diese Autobahn, also diese dicke Straße in der Mitte, wird komplett durchgehen und dann, wie gesagt, links und rechts zu einer normalen Straße werden. Also die spreizt sich dann, die Straße, und wird dann einfach... Also das wird eine Dreierbrücke. Also es geht dann einmal um diesen fetten Fluss drüber und dann einmal von dieser Insel links und rechts weiter. Und ich glaube, da werden wir irgendwo die Zugbrücke hingeben, den Zug an sich hingeben. So, dann landet hier auch noch die Straße zum Schluss. Es ist ein bisschen, ja, viel Arbeit eigentlich, was in so einem Haus drin steckt. Aber wie gesagt, die großen Projekte, die beginnen wir jetzt auch endlich mal wieder zu bauen. Wie unseren Flughafen natürlich auch, unseren Weltraumflughafen, also unser Cape Canaveral, unseren Raketenstart-Rampenplatz, keine Ahnung, wie man das Ganze nennt. Und natürlich auch eine F1-Rennstrecke, die möchte ich auch noch bauen. Und das Ganze auch in nächster Zeit, also wirklich, ich möchte wirklich jetzt auch endlich wieder drankommen an die ganzen Zeiten von vor ein paar Wochen, bevor halt Formel 1 rauskam. Aber Formel 1 kommt natürlich auch nicht zu kurz, also ich möchte alles in einem machen, also viel Pläne und viel dahinter. Vielleicht kommt dann auch ein-, zweimal die Woche Formel Minecraft. Ich bin da noch nicht ganz sicher, weil ich habe auch ein, wie ihr vielleicht wisst, ein neues Projekt in Planung gehabt, bevor halt Formel 1 rauskam. Und also das The Village, und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir jetzt The Village bringen oder halt zweimal die Woche Minecraft Builder City. Und das könnt ihr halt auch gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, was euch lieber wäre. Ein ganzes Dorf, eine Kolonie aufbauen in The Village, wo ihr maybe auch dabei sein könnt, immer live. Oder halt, wir bauen die City, wo ihr auch eigentlich samstags immer dabei sein könnt. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare, falls ihr auf was mehr Bock habt. Also ich hätte auf beides sehr viel Bock. Und so sieht dann der ganze Turm aus. Unser, ja, kann man fast sagen, Bohrturm. Er bohrt sich in die Erde rein. Und das finde ich auch irgendwie nice. Das macht das Ganze schon so ein bisschen speziell hier. Und das passt euch so ein bisschen auf diese kleine Insel. Ganz hinten wird noch, also quer geht er gar nicht. Irgendwo rechts, dann neben diesen Brückentürmen, wird dann noch eine fette Bank, also so eine Hauptbankfiliale. Ich weiß nicht, ob ihr die noch könnt, so ein bisschen aus Rainbow, mit diesen ganzen Säulen und so. Also auch so ähnlich wie unser weißes Haus in Minecraft Riesenprojekt. Schaut da wirklich auch gern vorbei. Habe ich auch oben rechts verlinkt, das weiße Haus in Minecraft Riesenprojekt. Und so ein Haus habe ich mir auch nochmal vorgestellt. Sonst gibt es auch in GTA so ein bisschen in Schwarz. Das steht, glaube ich, neben dem Maze Bank Tower. Und da müssen wir auch aufpassen, dass sich das mit der Straße hinten ausgeht. Und so sieht dann der ganze Turm aus. So ein länglich, also so schief ist der Turm. Und der ist aber dann länglich. Wie die Fassade aussehen soll, keine Ahnung. Ich habe mal begonnen, so ein bisschen mit Fenster einbauen und so. Aber ob das Ganze wirklich Hand und Fuß hat, so wird es dann sein. Vielleicht kommt dann noch ein zweiter daneben hin, also ein zweiter Strich daneben. Und dann wirklich direkt an die Straße angelehnt. So zwei parallel dünne, längliche Türme, würde ich auch ziemlich cool finden. Und wie findet ihr so einen Turm? Ich baue ihn auf jeden Fall, aber kennt ihr sowas? Weiß ich nicht, ob ihr sowas kennt und ob euch sowas gefällt. Also ich finde es auch mit dem Stern, so eine Sternart haben wir wirklich schon lange nicht mehr benutzt, weil ich so gut wie immer nur den normalen Stern benutze. Also da ist wirklich, ja, und hier so soll es halt aussehen. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir da wirklich mehr die zwei nehmen, weil ich merke auch, wie lang das Ganze dauert und wie zeitaufwendig das ist. Und vielleicht nehme ich da wirklich auch nur außen immer einen Stein und dann nehme ich einfach die Blöcke. Und das ist dann einfach auch mit den Fenstern, die ganzen Fenster zu machen. Wie gesagt, das ist noch alles so ein bisschen in der Entscheidungsphase. Also ich dachte mir noch, dass wir noch so ein bisschen plaudern können, haue ich da noch eine neue Tour mit dir rein. Es hat wieder sowieso sehr, sehr kurz gewesen. Aber ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Und was euch gefallen hat und für mehr Info, welches Projekt wir machen werden, so zwischendurch, schaut gerne auf Instagram und auch Twitter vorbei. Da werde ich auch immer ein bisschen sagen, wie was, wann das Ganze jetzt aussieht. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. The Village eher oder noch eine zweite Folge der in der Woche Minecraft Riesenprojekt. Würde mich wirklich freuen. Und wie gesagt, falls euch das heutige Video gefallen hat und ihr vielleicht noch neu seid oder noch nicht abonniert habt, abonniert doch auch gern kostenlos den Channel und gebt auch gerne dem Video ein Däumchen nach oben. Würde mich wirklich freuen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen
Und das war's für heute mal. Etwas kürzer, aber wie gesagt, vielleicht mal zweimal die Woche, falls ihr Bock drauf habt. Schreibt es in die Kommentare. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, ja, vorhin kam schon Formel 1 mein Team. Also nein, später kommt noch mein Team. Schaut gerne vorbei. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.